ich lebe und arbeite in der Region, in der Heimat. Und eigentlich bewege ich mich tagtäglich wie eine Art Gesamtkunstwerk im Gartenreich. Und das ist Motivation genug. Mein Name ist Sebastian Deue, ich bin Mitarbeiter der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Ich bin gelernter Zierpflanzengärtner, bin auch ein bisschen landwirtschaftlich groß geworden. Irgendwann, als es dann hieß Berufsausbildung, da stand für mich ein grüner Beruf gar nicht außer Frage. Also sprich, für mich hieß es, ich muss das gestalten, man muss es erkennen können, ich brauche die frische Luft, ich muss in der Natur mein Werk, meine Arbeit halt verrichten dürfen. Wenn ich mit dem Fahrrad frühmorgens starte, komme ich an verschiedenen Stationen im Gartenreich vorbei und kann halt diese wunderschön gestalteten Sachen genießen. Wir haben hier überall in der ganzen Anlage verschiedene Stationen, Bauwerke, Architekturen und diese begleiten durch Bepflanzungen, sodass man sagen kann, also wir laufen hier im Wörlitzer Garten eigentlich durch ganz Europa. Hinter uns sehen wir das chinesische Haus. Finanziert wurde diese ganze Rekonstruktion von Mitteln der Europäischen Union und ist durch und durch gelungen. Wörlitz ist Weltkulturerbestätte aufgrund seiner Einzigartigkeit. Hier in der Region gibt es auch die Lutherstätte Wittenberg und das Bauhaus Dessau. Die Wörlitzer Anlagen sind für viele Touristen ein Begriff. Also ist eigentlich in Europa bekannt. Und um die 1 Million Besucher haben wir im Jahr. Alle diese Besucher sind angenehm überrascht. Sie fühlen sich, als ob sie eine kleine Perle entdeckt haben. Was natürlich hier interessant ist, hier in der Gartenanlage, ist diese Vielfalt der Pflanzen. Das ist eine gewisse Besonderheit, die man hier erleben kann als Gärtner. Und man steht halt nicht nur im Gewächshaus, sondern man ist hier wirklich in der Anlage und kann hier für die Öffentlichkeit was gestalten, kann sich verwirklichen. Wir rekonstruieren zurück auf den Zustand um 1800. Also sprich, wir wollen den Zustand zur Fertigstellung der Gartenanlage, den wollen wir wieder demonstrieren, den wollen wir wieder zeigen. Meine Auszubildenden, die sind junge Leute, klar. Aber ich denke, ich bringe einen guten Schwung an Motivation mit, sodass ich immer meine Auszubildenden damit anstecken kann. Arbeiten in der Region und in einem kulturellen Erbe, also in einer historischen Gartenanlage, das ist schon eine gewisse Besonderheit, die man als Gärtner nicht aller Tage erleben kann.